Welcome! Heute geht's weiter. Wahrscheinlich Finale mit Clam Flips Woo. Schauen wir mal. Zu tun ist noch die letzte Seite und das Cover. Ne, das hatte ich ja beim letzten Mal angeklebt. Das hält richtig Bombe. Das gefällt mir auch nach wie vor ganz gut. Ich möchte auch noch ein bisschen was von diesen Perlmutt-Knöpfen mit reinbringen, weil das gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, ansonsten mache ich das wie immer. Ich lasse mich mal ein bisschen leiten. Ich schaue wie immer mal durch das alte Poesiealbum und dann entscheide ich, was ich für einen Hintergrund mache. Was habe ich denn hier? Ach, das ist das Champagne raus. Und ihr dürft wie immer mitschauen. Gucken wir doch mal, was war da noch. So schön das Finden, was mich heute anlacht. Ja. Genau. So, da war doch. Fangen wir mal von hinten an. So, haben wir mal von vorne angefangen, jetzt fangen wir mal von hinten an. Das war bestimmt um Weihnachten rum. Hier ist ein Engelchen. Hier ist was Gemaltes. Noch mehr Gemaltes. Das passt formattechnisch nicht. Das ist ja auch ganz so süß. Kuchenduft mit Festtagslicht und ein Gruß. Vergiss mal nicht. Das ist ja auch Zucker, ne? Das würde auch passen. Behalten wir mal so im Auge. Ui, das ist aber sehr köstlich hier. Das ist auch so süß gemalt hier. Das ist ein bisschen zu groß. Das ist mir zu niedlich. Mhm. Das ist irgendwie schön geschrieben. Wenn ich auf hohem Berge stehe und in die liebe Heimat sehe, so denke ich oft mit frohem Mut, geht's meiner Schwester Rosa gut. Auch das finde ich ja nett. Das finde ich irgendwie nett. Das nehme ich mal raus. Okay. Ach, das ist alles so niedlich. Wer ist denn das? Deine Schwester. Ach, ich habe doch hier die... Ich habe doch hier irgendwo die zwei Liebchen. Die Kinder. Hier habe ich schon mal eine. Eine Schwester und jetzt suchen wir noch eine. Ich dachte, ich hätte die schon. Ach da, nee, das waren die Kleinen. Okay. Jetzt suchen wir noch eine Schwester. Also, was Passendes zu ihr. Oder was? Och, hier, guckt mal. Das ist doch nett. Das könnten doch Schwestern sein. Ja, die nehme ich. Die nehme ich und du hübscher kommst wieder hier rein. Ach, das ist ja wirklich, wirklich richtig vintage. Ach, herrlich. Gut, vielleicht nehme ich auch die mit rein oder hier oben das. Ich guck mal, wie es passt. Lass mal, du kannst erstmal zur Seite. Jetzt müssen wir erstmal reißen. Bis gleich. So, das ist mir ein bisschen breit. Ich denke, ich werde das nochmal teilen. Und dann, entschuldigt, dass ich so angemottert aussehe, aber ich arbeite gerade an verschiedenen Projekten. Also seid gespannt, da kommt jetzt demnächst von mir mal was
vielleicht für euch auch ganz spannender, eine kleine Herausforderung, will ich euch noch nicht verraten. Da, ne? So, erhöhe ich ja ein bisschen die Spannung. Auf jeden Fall bin ich schwer am Arbeiten. So, ja, das gefällt mir schon besser. Das passt doch schon viel besser dahin. Und das Röschen kommt dann natürlich auch irgendwo hin. Gucken, wie ich dich abgelöst kriege. Ja, das ist richtig dickes Papier, diese Glanzbilder. Teilweise hat natürlich jetzt der Kleber schon ein bisschen aufgegeben und dann kann man die relativ gut ein bisschen lösen. Man muss trotzdem ziemlich vorsichtig sein. So weit, so gut. Habe ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt. Jetzt ist das natürlich mit dem Hintergrund viel zu unruhig. Da überlege ich jetzt mal, nehme ich was aus dem Buch oder eigentlich würde ich auch gerne mal wieder was Neues nehmen. Also ich glaube, hier aus dem kleinen Buch habe ich außer vorne noch gar nichts rausgenommen. Also ein kleines französisches Buch. Ja, die Briefe der Emilie, eine Mythologie. Ja, so viel kann ich da lesen. Und dann hört es auch schon auf mit meinen Französischkenntnissen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein schönes Schriftbild, ein schönes Papier. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das im Hintergrund doch ganz gut aussieht. Ja. Genau. Vielleicht, das ist 1940, vielleicht nehme ich ja die Seite 40. So als Wiederholung. Kommt mir gerade so spontan als Idee, wenn die denn noch da ist. Kann ja sein. Ja, ist. Das ist dann schon verbraucht. Aber nein, da ist sie. Hier hinter. Oder vielleicht eher hier hinter. Da mit der Schrift ist das vielleicht zu unruhig. Ich gucke mich auch gleich zwei Seiten rausgerissen. Ja. Okay, schauen wir mal, wie sich das verhält, wenn man das dann so ansieht. Ach ja, es ist zwar ein bisschen mit der Schrift, aber es geht. Ich finde, es geht. Das kommt ja auch noch ein bisschen hier so hoch. Dahin, so. Ja, das passt, glaube ich. Und hier kommt ja eh nochmal der Rand rum und später kommt ja auch nochmal Gold rum. Das muss man ja alles ein bisschen mitbedenken. Hier ist das Röschen, da muss auf jeden Fall auch was drunter passieren. Ich überlege jetzt gerade, nehme ich Teebeutel oder nehme ich Serviette, die zweite Lage, also die helle, oder habe ich mal Lust auf, was habe ich denn hier Schönes? Ach, hier habe ich doch noch gefärbte Mullbinde mit Tee und Eisenwasser. Ach, ich glaube, das könnte ganz gut dahinter passen. Das probiere ich mal aus. Das ist mal was anderes als immer das Papier dahinter. Ja. Genau. Das schneide ich mir jetzt zurecht und dann klebe ich das alles auf. Soweit bin ich gekommen. Das mit der Mullbinde, das gefällt mir sehr gut. Ich überlege, ob ich davon noch das eine oder andere noch auf die andere Seite aufbringe, wenn das passt. Ich schau mal. Ich muss das erstmal ein bisschen trocknen. Was mir noch fehlt, ist hier so ein bisschen was. Na, da täte ich gern noch so ein Glanzbild. Vielleicht habe ich ja noch eine Rose oder so übersehen. Das wäre ja vielleicht ganz nett. Schauen wir doch nochmal. Wollte nochmal mitschauen. Euch das eigentlich nicht zu langweilig. Ich klebe ja eigentlich hier nur irgendwie Sachen auf.
Naja, aber irgendwie ist es doch ja auch ein bisschen anders als viele arbeiten, ne? Wie wäre es denn mit dem hier? Das wird schon mal passen. Das lassen wir mal draußen. Oh, ja, das ist mir zu groß, aber das hier könnte zu dem passen. Lassen wir auch mal draußen. Ne, müssen wir das rausnehmen. War's schon. Okay. Aber wir sind ja fündig geworden. Das ist so ein bisschen eckig. Wo das Lila wird sich gut mit dem. Oh, das fährt da runter. Nein, das Lila wird sich gut. Aber hier ist auch Lila drin. Hier in diesem. Was ist das? Ein Schuh oder sowas, ne? Sieht aus wie so ein, oder ist das so ein Horn, wo das raushängt? Ich weiß es nicht. Mit viel Fantasie kann das beides sein. Und was seht ihr? Seht ihr auch einen Schuh oder seht ihr ein Horn? Ne, so ein Horn, wo das so drin steht. Könnte aber auch so ein, wie so ein Schuh aus Tausend und einer Nacht sein. Ja. Ich glaube, wir werden es nicht herausfinden. Ich gehe ja immer so drunter und da, wo es sich von selber löst, nehme ich das Angebot gerne an. Und wenn nicht, dann gehe ich einfach so weiter rum und schaue, dass ich wenigstens das gelöst kriege. Aber meistens geht das ganz gut. Der Kleber ist ja jetzt auch 80 Jahre alt, ne? Und genauso wie um die 80 Jahre, ein bisschen mehr, ne? Zack, habe ich noch gelöst gekriegt. Ja, hübsch. Hübsch, hübsch, so rum. Oder so rum. Ich tendiere ja für so rum, auch wenn das wahrscheinlich falsch ist. Aber das, ne? 1, 2, 3, das, wohl so rum geht auch. So rum geht auch. Das Ganze ein bisschen trocknen, aber vorher, weil ich gerade den Kleber in der Hand habe, nämlich hier vergessen, das ein bisschen zu inken. Das ist der braune Woody. Und na, mit dem Kleber wird er dann so ein bisschen permanent. Ja, da hatte mich jemand nachgefragt, ne? Das ist der Woody von Stabilo. Ja, die kann man überall kaufen. Die gibt es sogar beim Rewe. In der Schreibwarenabteilung. Manchmal auch auf so Sonderständern. Da hatte ich letztes Jahr im Sommer so in so Pastellfarben dann noch gefunden. Ich habe so einen Satz der gängigen Farben, weiß ich nicht, 6 Stück der, ne, Grundfarben und dann weiß ich nicht, wo ich sie gerade habe. Also sind wasservermalbar und auch verklebbar. Gut, hier sieht man das Angequatschte nicht so. Sowieso alles ein bisschen dunkel ist hier auf der Mullbinde kann man es auch nicht so gut sehen. Es ist auf jeden Fall da. Ach, in der Mitte habe ich wieder vergessen. Das ist in dem Pöttchen, wo ich die Blättchen aufbewahre. Jetzt muss ich das erstmal trocknen lassen, bevor ich alle anderen Blättchen auch noch raushole. Gut. Ja, und jetzt suche ich noch die Knöpfe. Schatztruhe. Hier mal auf dem Trödelmarkt diese schönen Perlmutt-Knöpfe, teilweise Perlmutt, teilweise auch andersfarbige.
erstanden. Und jetzt bin ich mal auf die Suche nach einem etwas kleineren. Tut mir leid, dass das so knistert. Das ist aber auch eine gute Idee. Ne? Da hat jemand immer schon die zusammenpassenden aufgefädelt. Das finde ich mal eine richtig gute Idee. Wie wäre es denn mal mit sowas? Ja, die gefallen mir. Noch so einen glänzenden. Ach, guck mal, die haben so zwei Seiten, ne? Die sind ganz flach. Ich glaube, ich nehme lieber die. Weil ich möchte auf den anderen Seiten auch noch das eine oder andere aufbringen. So, jetzt habe ich ein paar Vorbereitungen getroffen. Ich habe ein bisschen Apfelnetz. Ich habe ein bisschen hier Mullbinde. Ich habe noch ein Stückchen von diesem Band. Und das will ich noch unter die Knöpfe kleben, damit die so ein bisschen ja, mehr Halt bekommen. Zum Beispiel so. Das ist mit Squanchy für die Seite. Aber hier wird auch so ein Knöpfchen ganz gut hinpassen. Ne? Ja, ich finde den eigentlich schon ganz gut. Was mache ich denn da jetzt drunter? Gase ist schon drunter, also Mullbinde. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier habe ich auch noch ein Stückchen von einem Stoff. Da könnte man auch was mal drunter geben. Gucken, wie das aussieht. Nee, ich finde, das braucht gar nichts. Okay, du darfst da so wohnen. Ich habe hier so ein... Mal gucken, ob da noch was drin ist. Bastelleim, aber so einen klaren. Den muss ich mal aufbrauchen, der ist schon ein paar Tage alt. Und ich hatte das woanders auch schon gemacht. Ich glaube auf dem Cover, da hatte ich so ein bisschen von dem Apfelnetz drüber gegeben. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja. Genau, das mache ich hier auch. Pünktchen rechts, ein Pünktchen links. Ein bisschen andrücken. So, man darf das in Ruhe alles erstmal trocknen, bevor ich mich dann ans Cover begebe. So, ich überlege gerade, ob ich auf die andere Seite auch noch einen bringe, aber irgendwie gefällt mir hier der Übergang nicht. Aber noch einen Knopf finde ich auch ein bisschen zu viel. Was hätte ich denn noch für eine... Hier habe ich so ein Band. Passt das farblich? Das ist aber zu weihnachtlich. Was ist denn hier? Haben wir ein Stückchen Stoff. Den ein bisschen angrunchen. Nee, gefällt mir auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Was Rundes wäre ja schon nicht übel. Oben und dann vielleicht den Knopf drauf. Das ist zu neu, ne? Aber das kann man ja angrunchen. Farblich tät sich das ja wieder. Nee, das ist zu viel. Nee. Das ist mir zu viel. Lass mal überlegen. Was könnte ich denn dort hingeben? Hier. Mit diesen Blümchen. Ja, sind jetzt noch ein bisschen hell. Bisschen zu neu, aber die kann ich ja angrunchen. Ach ja, die gebe ich dahin. Das sollte doch möglich sein. So, ich habe sie ein bisschen mit dem braunen Woody angegruncht. Hier, das habe ich noch gefunden von der Vorseite. Ein Einzelteil. Ich finde, das kann da auch noch wohnen. So, jetzt muss ich es aber wirklich mal trocknen. So, und jetzt fange ich mal mit dem Cover an. Ich fange hinten an. Ja. Also ich habe mal hier, ne, das mache ich immer gerne, wenn ich so mal auf der Couch mich ausruhe oder im Urlaub bin, einfach so Stoffdinger aufnehmen. Am liebsten auf Papier. Ja. Weiß auch nicht warum, habe ich irgendwie eine Affinität zu
Das möchte ich auf jeden Fall als Rücken hier aufkleben. Und ja, und dann werde ich das einmal mit einem Stich sichern. Aber erstmal werde ich das aufkleben. Hier habe ich noch einen alten Beschlag gefunden, den finde ich, der passt ganz gut hierzu. Und damit das ein bisschen mehr noch Interesse bekommt, habe ich dann noch so ein Stück alte Bluse. Das sind auch so einfach nur die Reste von gefärbtem Stoff. Habe ich auch auf Papier genäht. Das klebe ich auch hier auf. Und hier habe ich auch noch so ein kleines. Habe ich gedacht, das passt dann. Dann ist das von der Höhe gut und das stört nicht beim Liegen. Das wird auch ein bisschen das auffangen. Ja, und das hier nähe ich einfach auf, oder? Nee, ich habe ja die kleinen Breads. Obwohl, nee. Das nähe ich lieber auf, weil ja, der Stoff darunter, dann müsste ich so einen richtigen Stoffstreifen nehmen und dann sieht man wieder die Spitze nicht. Nein, ich bleibe dabei. Ich nähe das auf. Ich nähe nicht so gerne, aber nun ja, was soll's. Was bleibt einem denn schon übrig? Wenn man das so haben möchte, wie man es haben möchte. Genau, eigentlich habe ich doch hier immer was. Ja, genau. Ich habe ja eigentlich immer so eine Nadel fertig liegen. Schon mit Faden. Und dann geht das auch meistens relativ schnell. Das ist ja nichts Dolles, ne? Einfach nur rein, raus. Bisschen daneben. Hinten gehe ich dann in die Schlaufe. Ups. Sich schon verknotet, okay. Was soll das? Ich glaube, das war gerade schon. Ah, vielleicht kriege ich das noch auseinander. Hey! Hey! Hilfe! Hilfe, die mögen sich zu gerne. Zur Not schneide ich das ab. So, beim Nähen habe ich noch mir überlegt, hier zwei kleine Pärchen reinzumachen. Dann sieht das auch ein bisschen aus wie ein Brett. Ja, und jetzt, da habe ich noch so ein, das ist von einer Freundin ein Bild. Das ist, naja, also wenn man sowas drucken lässt bei irgendeinem Druckunternehmen, dann kriegt man ja immer so ein Deckblatt und Dings. Und da sind oftmals die Bilder drauf, die man hat drucken lassen. Hier jetzt in Schwarz-Weiß, das habe ich ein bisschen angequatscht. Ich finde, das macht sich hier noch ganz gut. Das ein bisschen hinterlegt mit einem Stoffpapier, was ich mal geschenkt gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es könnte Zellstoff sein. Ja, und jetzt tue ich nichts anderes, als das hier mal aufkleben und das hier auch. Und dazu nehme ich hier den will ich ja mal aufbrauchen. Diesen Bastelleim. Der ist halt... Ups. Ups. Da habe ich ein bisschen zu doll gedrückt. So. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich. Und das hier nicht durchgehen wird und ich aber auch die Fäden ein bisschen fixieren will, denke ich mal, ist der ganz gut hierfür geeignet. So, nicht ganz auf die Ecke, sondern so ein bisschen davor. Dich mache ich mit einem anderen Kleber. Hier kann auch, denke ich mal, dieser Kleber drauf. Das wird man nicht sehen dadurch. Gut, und das Knüppelchen auch noch. Wunderbar, so ein bisschen daneben. Ja, so, jetzt mache ich noch das hier. Und dann werde ich das da mal draufstellen und dann heißt es mal wieder Trocknungsphase. Ich liebe es. Ja. Naja, es ist wie es ist, ne? Ist nicht immer was für... Achso, das wollte ich noch schnell aufkleben. Das mache ich mal hier. Mit dem Propellerleim. Zieht schnell an. Ich will das auch nicht ganz aufkleben. Soll ruhig ein bisschen hochstehen. Du kriegst auch noch mal ein bisschen. Okay. Prima. Nein, falsch. Das.
Und wie mache ich das denn jetzt? Ach, ich könnte das hier mit stützen, ne? Das ist ein kleiner, eigentlich ein, ach, wie nennt man das, ein Klischee. Das will ich jetzt mal hier so. Moment. Moment. Nee, so rum wollte ich es haben. Das dickere nach unten. Okay. Diese Seite, diese Seite. Und jetzt müsste ich das doch hiermit auch noch irgendwie gestützt bekommen. Ups. Schon was abgegangen. Okay, so geht's nicht. Ach, ich habe vergessen, dass das ja auch schwerer ist hier. Ach man. Dass man nicht alles immer bedenken muss. So, das war ja noch gar nicht fest, aber vielleicht, ja, das müsste reichen hier. Wenn ich das so, dann mache ich halt das da drauf. So, soweit, so gut. Das ist alles schön trocken. Hier am Ende habe ich mir überlegt, möchte ich ein paar Knöpfe aufnehmen. Das habe ich noch mal ein bisschen weiter befestigt. Das gefällt mir ganz gut. Hier muss ich noch ein bisschen was tun. Hier werde ich vielleicht noch ein Perlchen reinkleben. Also das, ja, das mag ich ganz gerne. Ja, und jetzt geht es darum, hier die, oh, der Kleber ist durchgekommen. Das ist aber doof. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass sowas passieren könnte. Nun denn, es ist wie es ist. Dadurch ist es ein bisschen steif geworden, aber nicht schlimm. Das kann man wieder aufbiegen. Ja. Gut, nur da vorne ist es ein bisschen reingelaufen. Auch das werde ich halt mit irgendwas, werde ich mir dann auch einfallen lassen, was ich da drüber machen kann, weil das Glänzende, naja, so schlimm ist es nicht, das glänzt ja auch, aber ja, man weiß halt, dass es Kleber ist. Ich denke, da werde ich einfach so ein bisschen hier einfach drüber kleben und dann wird das schon fein. Aber jetzt will ich erstmal über den Rand, genau, den Rand. Da habe ich mir überlegt, möchte ich hier dieses goldene Spray nehmen und würde das gerne hier so an die Ränder bringen. Ein Spritzer weiß ich noch nicht, den will ich vielleicht später machen. Jetzt überlege ich, ob ich das so alles einspritze. Bin ich so mutig? Und dann könnte ich ja noch, wenn mir das nicht reicht, das nachher noch mal irgendwo so reindippen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Ich denke, ihr versteht mich. Okay, das gefällt mir auch so. Das werde ich ein bisschen abranseln. Und vielleicht mache ich davon auch nachher noch auf die anderen Seiten was, weil hier hinten ist was. Ich denke, hier vorne muss auch was hin. Ist da Platz? Oh ja, da ist Platz. Will ich auch was, dann hat das so eine, vielleicht unten und oben auch noch, mal gucken, dann hat das so eine Gesamtfluffigkeit. Also das hier ist wirklich richtig schön anzufassen und das sieht auch schön aus, finde ich. Ja, okay, bin ich mutig, aber erstmal sprühe ich irgendwo anders drauf. Wo sprühe ich denn drauf? Ach hier, ich habe mir Postkarten drucken lassen. Und das finde ich ganz witzig. Nicht ganz witzig, finde ich. Das ist eins meiner Lieblingsmotive. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Bild von mir. Da könnte ich mal so ein bisschen, ups, noch Gold drauf. Ja. Okay, so spritzt du also. Du kannst mal da trocknen für andere Projekte. Okay. Ja. Und lass das auch ein bisschen rein. Ja. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das finde ich nicht schlimm.
Okay, dann mache ich das hier auch noch. Ja, das ist ein Projekt. Da ist viel mit Trocknungsphase. Oh, ich sollte das vielleicht nicht so in Gold wälzen, obwohl wäre jetzt auch nicht so schlimm. So, ich hoffe, mein Mut wird sich da auszahlen. So, ich glaube, ich habe es fertig. Ich habe noch so ein paar kleine Änderungen gemacht. Ich habe einmal hier das Band, habe ich noch Knöpfchen und Perlchen genäht. Und hier zwischendurch auch, weil ich das ganz hübsch finde. Ja, und damit sich der Knopf auch wiederholt, hier habe ich noch mal eine Zierkordel aufgeklebt und aufgenäht mit Perlchen. Und von hinten auch. Ja, jetzt mache ich einen kleinen Mini-Flipsroom mit euch. Und zwar hier vorne fängt es ja an, für die, die noch nicht zugeschaut haben. Ich habe alles unter Journal, Playliste Journal verlinkt. Hier ist ein kleiner Magnet drin, hier ist noch ein bisschen Serviette reingekommen. Die kann ich noch nicht angrunchen, weil ich glaube, das ist noch zu nass. Ja, geht. Mache ich nachher noch. Ja, hier ist der hübsche V dahinter. Ein bisschen Metall. Und hier ist die erste Seite. Und ich habe noch überall das ein bisschen Mull reingebracht. Ja, da ist der Magnet versteckt. Hier ist wieder ein Stückchen Metall. Alles kennt er ja schon. Ich habe außenrum habe ich mich getraut und habe das Gold aufgesprüht hier. Dieses, ich glaube, das war vom kleinen A. Werbung im Auftrag. Achso, und überall habe ich noch einmal einen Spritzer Mica Stain reingebracht. Und das glitzert schön. Überall ist es ein bisschen goldig und grün und rosa. Überall die schönen alten Glanzbilder. Ja, die letzte Seite auch noch mal ein Knöpfchen und dann ist es zu und hinten ist auch noch mal ein bisschen Metall. Ja, und alles selbst genäht. Und ja, das ganze Projekt, würde ich mal sagen, besteht aus 90% Junk, selbstgefärbte Sachen und Geschenke. Ja, so. Ich denke, es ist fertig, das kleine Tap-Binding-Book. Das werde ich jetzt in meine Galerie stellen. Zum Verkauf. Oder ihr schreibt mich an über meine Homepage, die ist unten verlinkt. Oder ansonsten, wenn ihr bei Facebook seid, da habe ich eine kleine Galeriegruppe nur mit meinen Sachen. Da könnt ihr mich anschreiben, dann lasse ich euch rein. Ja, und hat mir gut gefallen. Und ich habe ja noch ein bisschen was von dem Poesiealbum. Vielleicht gibt es noch eine zweite Auflage. Ähnlich. Muss ja nicht gleich sein. Bei Karton finden wir ja genug. Ja, so. Ich wünsche euch was. Und zwar nur Gutes. Bis dann. Tschüss.